Hi, da ist der Peter Elia, hätte ich fast schon gesagt. Der Peter. Mit einem total spontanen Video aus meiner Küche, aus meiner geliebten, schönen Wohnraumküche. Doch, mit meinem Ritualsplatzi. Da lebe ich halt richtig in der Küche, gell? Das ist so mein Raum für vieles zum Genießen. Da habe ich immer so meine, wenn ich will, gern 35 Grad, so wie jetzt. Und jetzt geht es um das, wie könnt ihr das machen, dass euer Essen hochwertiger wird, dass also eure Nahrungsaufnahme, die ja von Haus aus schon sehr hochwertig sein wird, nur ein bisschen effizienter wird. Warum macht ihr das überhaupt, wenn ihr das beste Potenzial aus euch rausholen könnt, was euch von Gott gegeben ist, ist ja ganz klar. Und das war zum Beispiel Duschen vorm Essen. Wenn es irgendwie geht, haut euch mal in der Dusche, das muss ja alles nicht immer sein. Aber macht es machen, zieht euch was Schönes an, vielleicht sogar ein Hemd. Ja? Irgendwas anderes als der Alltagsmodel. Essen ist was Feierliches, es ist was ganz besonders Schönes. Man muss es nicht übertreiben, aber es kann schon einen ganz besonderen Charakter haben. Das ist eine Form von Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber den Nahrungsmitteln. Die können euch viel Energie mitteln, viel Energie. Die mitteln euch geistige Nahrung, wie auch körperliche Nahrung. Wenn sie ihnen die Möglichkeit gibt, ja, dann können euch die 100% Potenzial geben. Ganz viele Menschen dann da circa mit 2% circa herumeiern und dann wundern sie sich, warum sie nicht in eine Kraft kommen. Nur so zum Beispiel. Ja. Dann kannst du zum Beispiel, wenn ihr eine Klangschale habt, einmal da schlagen, der Tisch schon reichen. Danke fürs Essen. Kannst die Klangschale übers Essen einmal schwingen, wenn ihr das wollt. Könnt euch, falls ihr einen Altar habt, wenn ihr keinen habt, dann besorgt euch einen. Altar gehört in jeden Raum oder zumindest in jedes Haus, der gepflegt wird, manchmal verändert wird und immer für ganz was Besonderes steht. Da zündet ihr Lichterloh, wann auch immer ihr das möchtet. Kerzen sind die Verbindung zur spirituellen Welt. Da kann man sich auch ein bisschen was mitnehmen. Ja. Genau. Und segnet euch euer Essen, das ist ganz wichtig. Das kannst du, falls jetzt ein Must-Have, die ganzen Sachen, alle, was ich jetzt aufgezählt habe, wenn es eins davon macht, ein einziges, duschen gehen, Essen segnen, Altar, Kerzen laut zünden, Danke sagen, dann seid schon echt mindestens um 30% weiter als wie die meisten Leute. Und wenn es zwei Sachen macht, dann sind es schon um 6% weiter. Und bei 93 und bei 4 120% weiter als die meisten anderen. Eure Potenziale entfalten, sind es nicht besser, schlechter oder sonst irgendwas. Ja? Aber ihr nutzt einfach euer von Gott gegebenes Potenzial und das Potenzial, was ihr in euren Nahrungsmitteln aufnehmen könnt, günstiger. Das ist doch super. Für das sind die Sachen ja da. Das sind Geschenke. Warum packt man es nicht aus? Dann kann man zum Beispiel irgendwas. Danke, lieber Raum, danke, liebe Menschen, auf dass der göttliche Friede und Segen da auf uns Menschen herabrieselt, wie Sternenstaub, wie warmer Regen, dass unsere Samen
keimen und unsere Herzen aufgehen. Und das Land unserer Seele blüht. Mach dein Herz auf. Ja. Danke, liebes Essen, dass du mir dabei unterstützt. Dann kannst du dich noch hersetzen. Da zum Beispiel habe ich jetzt die 7 Heilstrahlen. Da steht zum Beispiel drauf, glücklich sein. Das ist dann ganz egal. Du kannst einfach irgendwas hinlegen. Ja. Dann setzt du her vor dem Essen. Und tust immer wieder, das ist extrem effizient, steigernd, ganz, ganz super. Wenn du isst, nachher, also als erstes mal segnen dann noch. Und wenn du sonst gar nichts tust und dich nur so zum Essen setzt und alles von dem jetzt nicht machst, du kommst dreckig, hast keinen Altar, zündest keine Kerzen an, hast einfach nur Hunger und willst essen. Ja? Komm vor, das ist auch, macht man eine gewisse Kick, manchmal braucht man das. Gewisse Anteile uns wollen das so haben, die möchten alle. Gebt euch das machen. Ja? Oder überhaupt gerne mit den Füßen aus der Erde essen oder irgendwas wirklich so vom Boden essen. Oder mit den Händen, mit den Fingern. Das ist wichtig, das sind Schattierungen für uns. Das möchte unser Körper haben, der möchte sich daran erinnern. Und meistens, wenn es geht, macht ein Ritual draus, ein kleines. Macht irgendwas, was richtig einmal in ein tiefes Danke kommt. Danke. Ein Danke kann so viel transportieren, wenn es echt ist. Gell? Das lebt alles, das spürt uns alles. Das ist nur fest, aber es schwingt. Alles ist Liebe. Wir brauchen nur unser Herz aufmachen. Und die Wahrheit wird durch uns lebendig. Dann, wenn es dann isst, wie gesagt, bevor es isst, warm ja noch. Eine rechtsdrehende Handbewegung, so wie eine Spirale. Das heißt, ich segne was ein. Danke. Oder wenn es in einem Gasthaus sitzt und alle kommen schauen und ihr Angst habt, weil euch ein Schmerzkörper triggert wird und ihr das dort nicht machen müsst, dann macht es einfach nur Danke. Aber seid in dem einen Moment da. Und wenn es nicht Danke sagt, weil das auch nicht geht, macht es einfach nur so. Wenn es geht, macht es ein Tischgebet, reicht euch die Hände. Immer, jeden Tag. Wenn du eine Familie hast, wirklich, jeden Tag, ganz wichtig. Einer legt die Hände in die anderen Hände rein oder macht ein Spiel draus, irgendwas Schönes. So dass die Energie fließen kann, dass sie der Kreis schließt. Ja. Dass ihr eine Familie seid. Setzt Zeichen für eure Familie. Nicht nur, wenn ihr am Vergnügungsplatz fahrt oder irgendwas ausgibt oder euch gemeinsam was kauft, sondern nein, das Einfache ist, das Glück der Familie liegt im Einfachen, dem Wahren, Guten und Schönen. Da liegt übrigens auch das Glück im Leben, im Einfachen, Wahren, Guten und Schönen, im allerinnersten, einfachsten Wesenskern. Und diese Sachen, die ich mir da hergelegt habe, da kann ich dann immer wieder dazwischen, wenn ich mein Besteck weglege beim Essen, meine Hand drauf geben. Sitzt aufrichtig beim Essen, sitzt aufrecht. Wertschätzung, Dankbarkeit. Muss auch alles nicht immer sein, gell? Aber genießt das, macht man wirklich. Tief zum Atmen, einen Engel der Luft einen zum lassen. Den Engel der Luft, den braucht euer Körper. Atmet tief ein, immer wieder zwischendurch geht es richtig ins Essen an. Der Engel des Wassers, lange kauen. Nicht 2 Liter dazu trinken. Sondern beim Kauen verstofflicht sie, wird der Engel des Wassers in euren Mund, in euren heiligen Nahrungsmittelaufnahmegefäß aufgenommen und manifest. Ja. Und dann haben wir einen Engel der Erde. Den nimmst einer, indem du wirklich ordentlich hersetzt. Und indem du, wenn es geht auch noch, oder wenn du mal möchtest, bei der Natur bedankst, dass die Lebensmittel gewachsen sind, dann kannst du auch noch sagen, danke. Liebe Frau im Supermarkt, dass du das gegeben hast auf der Kasse heute den ganzen Tag für mich, dass man ich jetzt da die Nudeln und die Zucchini kaufen habe können.
Liebe Kokosnussplantagenbetreiber, es seid einfach die Kusten, dass ich das super Kokosmilch da jetzt mittrinken darf und die Chiasamen. Weil ihr seid so lange gewachsen in der Sonne. Ich danke euch so. Oder ihr sagt einfach nur Rick, Rack, Ruck. Ich habe noch nicht genug. Danke, danke, danke. Sagt was Schönes, nehmt eure Kinder mit ein, nehmt alle mit, die am Tisch sind. Jeder darf was sagen, jeder kann kurz sagen: Ma, danke, Papa, danke, Mama, dass ihr da seid. Und ich sage jetzt einfach: Danke, liebes Licht, dass du da bist. Dass ich deinen Raum habe. Danke für das gute Essen, für meine gesunden Hände, für meinen gesunden Körper. Dass er die Fähigkeit hat, dass er nicht gesund ist. Sie wieder zum Regenerieren, wenn er einen ordentlichen Treibstoff einfügt. Geistige Nahrung, wie grobstoffliche wie feinstoffliche Nahrung. Dass er mir Information gibt und nicht irgendwelche zerstückelten Sachen, mit denen er nichts anfangen kann. Die er nur irgendwie durchschleifen muss. Genau. Und wenn ihr auf zwei Hände was habt, dann fließt da sowieso total viel Energie. Wenn ihr eine Partnerin habt, dann könnt ihr mir so ein bisschen die Hand umlenken. Aufs Knie. Aufs Knie. Von der Partnerin. Aufs Knie oder am Oberschenkel vielleicht auch noch, aber dann. Sonst hast du dann zu viel angelenkt vom Essen. Gell? Also man soll schon hauptsächlich beim Essen bleiben. Und beim Essen selber dann. Schon der Akku noch geht, weil der fällt gleich aus. Es geht noch. So schaut es dann, wenn es ist. Das Besteck dazwischen weglegen. Ma, ich habe es jetzt selber so lange vergessen, ich glaube 2 Monate. Ja. Legt das Besteck dazwischen weg und setzt euch ordentlich her, ob es jetzt so ist oder so. Das ist wichtig, durch das nimmst du das tierische aus. Weil du hast das nicht mehr sozusagen, weißt du. Probiert es einfach mal aus, wie sich da auf einmal entspannen kannst und auf das Kauen und Aufnehmen der Nahrung, auf das Atmen einlassen kannst. Das ist 101. Du kommst wirklich an. Sonst bist du ja ständig in dem Aktivitätsmodus. Du musst was erreichen, du musst mehr einschaffen. Unbewusst. Weil wir haben alle den Modus in uns, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir das machen, richtig gut reinstecken. Einschaffen beim Essen. Und überhaupt, dass wir sie machen, das ganze Leben einfach voll ja, einstecken, reinziehen, dass wir einfach Gas geben. Aber das sind nur Nuancen, ja, die uns immer wieder einen Kontrast geben zur Wirklichkeit, dort wo wir uns hinbewegen, nämlich in das feinere, höher Schwingende. Das ist nicht besser oder schlechter, aber es ist, hat eine höhere Schwingungsfrequenz, hat eine höhere Herzfrequenz. Dann auch noch, ich wollte es eigentlich nur 2 Minuten machen, aber jetzt dauert es schon wieder so lange. Naja. Dabei sage ich eh nur ganz wenig. Nicht so sitzen. Ja, wenn du mit verschränkten Armen oder mit verschränkten Beinen da sitzt, ja, also so jetzt dann. Ich meine, am schlimmsten war es ja so. Dann sagst du so praktisch zum Essen, leg mich her, ich höre dich, was willst du überhaupt, die frisst halt einfach rein. Ja. Das ist genau das, was du sagst. Ja. Du tust da dazwischen anschließen, selbst wenn du so sitzt. Ja. Die Hand so her hast. Zack, da fließt keine Energie mehr. Ja. Die hast du. Wenn du so herstellst vor einem Menschen, dann wärst du nah, oder? Und so ist es auch beim Essen. Deswegen mach auf, sei offen. Für das, was da jetzt durch die fließen mag. Mehr sage ich jetzt nicht mehr. Das war das mal ein kurzes Video. Vielleicht werden wir wieder mal ein bisschen mehr über die Ernährung reden. Das ist mal ganz ein wichtiges Thema. Bei meinen Coachings, die rennen ganzheitlich an. Da ist man dabei. Beim Essen mit mir einfach. Machen wir so einfach eine schöne Zeit und dann miteinander essen. Zelebriert es natürlich auch ein bisschen, dass du da wirklich das auch spielen kannst, wie das einfährt und wie das sich in dir auswirkt, in deiner Fähigkeit klar zum Denken, die Dinge auch wirklich dann umzusetzen, das heißt die Kraft deiner Erkenntnis in die Umsetzung zu bringen. Ja. Und einen gesunden Körper, einen gesunden Geist, einen gesunden Tempel ja, insgesamt. Meine Coaching ist das alles dabei. Speziell auf dich und auf die Energie, was zwischen uns, wenn du da herkommst, fließt, fließt das Ganze einfach rein und ist da. Und wir werden ganz genau deine Lebenssituation optimal beleuchten, sodass du optimal am Weg in der beste Kraft zu dir bist. Und auf dem Weg wirst du sein.
Und das ist mein Job, dafür bin ich da. Das geht mir was an. In diesem Sinne, aus der Lichterwase wünscht euch der Peter einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Danke fürs gute Essen.